Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen hier am Montag, Ende Januar, frisch ins neue Jahr gestartet. Wir hoffen, es geht euch allen gut, beziehungsweise die Gesundheitssituation bei euch ist soweit, dass alle gesund sind, dass alle munter sind, beziehungsweise wahrscheinlich auch viele von euch im Homeoffice. Ja, das spezielle Zeiten, spezielle Möglichkeiten. Umso mehr freut es uns, dass wir uns heute in dieser Wow-Übersicht-Leute heute zusammengefunden haben für das Thema Führung als Schlüssel zur Selbstorganisation. Ja, spannendes Thema, beschäftigt uns, also uns beide von We Think Different, jetzt schon seit guten 2 bis 3 Jahren. Und ich würde jetzt einfach euch mal ganz kurz zeigen, was wir heute miteinander vorhaben, beziehungsweise so ein kleines bisschen euch einen roten Faden geben, damit ihr wisst, auf was ihr euch heute einlasst. Wir möchten zu Beginn, das ist der Pfeil links unten, ganz kurz, wenn wir uns vorstellen, unsere treuen Fans mögen uns das verzeihen, die uns schon länger kennen. Wir möchten auch denjenigen die Möglichkeit geben, die uns noch nicht kennen, dass ihr einfach wisst, wer euch jetzt die Zeit begleitet. Wir haben dann 3 Punkte, so ein bisschen das Thema, warum ist gerade Selbstorganisation überhaupt ein Thema? Warum beschäftigen sich auch so viele damit? Und dann möchte man über das Thema Führung im Kontext von Selbstorganisation sprechen und auch die lernende Organisation vorstellen, was das bedeutet, auch was man in der Praxis da tun kann, was vielleicht auch für euch hilfreich ist. Und zum Schluss, das hatte ich eben schon angekündigt, Fragen bzw. auch den Austausch planen wir für die letzte halbe Stunde, dass ihr da, der noch Zeit hat, der auch noch bleiben möchte, dass er da gerne seine Fragen loswerden kann und mir vielleicht auch, je nachdem, wie sich es ergibt, in einen ganz netten Austausch oder in eine Diskussion kommen. Ja, so viel zum Thema roter Faden, was euch erwartet. Vielleicht ganz kurz zu uns, zum Thema Vorstellungen. Also wer sind wir? Mein Name, Franziska Güthle. Der eine oder andere kennt mich wahrscheinlich von LinkedIn. Mein Kollege Christian Bäumer. Hallo. Wir sind gemeinsam oder wir treten gemeinsam als We Think Different auf, sind jetzt seit knapp 2 Jahren auf dem Markt aktiv. Was machen wir, wie ihr hier seht? Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen beim Knacken harter Nüsse zu helfen bzw. da zu unterstützen, wo es nur geht. Und wir haben eigentlich 4 Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigen bzw. was ist bei uns besonders, in Anführungszeichen, oder wo legen wir großen Wert drauf? Wir sind der Meinung, isoliert einzelne Themen zu betrachten, hilft uns in komplexen Zeiten recht wenig. Deswegen auch diese 4 Punkte, Prozesse, Strategie, Change, Veränderung und Führung, die müssen im Gleichspiel zueinander sein, die müssen zusammenpassen, die müssen sich ineinander verzahnen. Und wir möchten euch einfach so einen ganz kurzen Einblick geben, was wir tun, was wir so machen, was auch die Themen sind, damit, wenn ihr auch so Fragen habt, ihr auch gern vielleicht zu dem ein oder anderen Thema was sagen könnt. Genau. Also, und wenn man jetzt mal zu diesem Strategieblock sich anschaut, ja, was wir gerne tun und was wir auch schon öfter getan haben, Konzeption von Zielbildern und natürlich der Umsetzungsroadmap. Also wenn eine Organisation sagt, ich möchte mich frisch ausrichten, wie müsste ich denn sein, um eine bessere Version meiner selbst zu sein, um den Anforderungen und den Kundenwünschen noch besser gerecht zu werden und natürlich die Mitarbeiter ja, als wichtigster Teil im Unternehmen damit einzubinden, wie muss sowas ausschauen. Wir machen da Impulsveranstaltungen dazu, also wir versuchen eigentlich immer so den Sinn mitzugeben, warum macht das Ganze Sinn und entwickeln da entsprechende Konzepte. Wir schauen auch also die Prozesslandschaft an, sowohl in der Administration als auch ja, recht praxisnahe Materialflüsse, Informationsflüsse. Ob das eine Wertstromanalyse ist und ein Aufsetzen von einem neuen Prozesswertstrom oder ob da das Thema Digitalisierung mit reinströmt. Ohne geht es fast schon nicht mehr. Wenn ich irgendwo einen Prozess anschaue, dann komme ich um digitale Tools, um ERP-Systeme und so weiter gar nicht drum rum. Ja, 2 gleichzeitig. So. Und was wir aber auch machen, wir begleiten Teams bei der verschiedensten Herausforderungen. Wenn ich eben Dinge umstelle, in Bewegung setze, dann kann es auch mal sein, dass irgendwo ein bisschen knirscht.
Und da sind wir eben zur Stelle und unterstützen, damit es eben nicht zu sehr knirscht oder damit nichts kaputt geht, sondern nur ein bisschen knarzt. Ja, ob das Performance-Hindernisse sind, ob das Begleitung von Teams in der Umstrukturierung sind, aber auch das Thema Kultur ist immer wichtig und wir versuchen das eben auch greifbar zu machen. Also so Kultur, was ist das? Kultur ist die Summe aller Ichs. Alle, die irgendwie im Unternehmenskontext beteiligt sind, tragen ihren Teil zur Kultur bei. Also ich kann, ja, so wie es ein Watzlawick sagt, ich kann nicht kommunizieren, so ist es auch mit der Kultur. Ich kann nicht Teil davon sein. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht abdrift, sonst machen wir einen anderen Workshop heute oder eine andere Veranstaltung. Und natürlich bei Führungskräften, da, das passt auch heute zu dem Thema, was wir haben. Führungskräfte sind eben heute von der Ausgangssituation gesehen ein Schlüssel für die Entwicklung in die Zukunft. Ja, die Rolle von Führung, da werden wir nachher auch drüber sprechen. Ja, und die Begleitung auf dem Weg in Richtung Selbstorganisation, da sind wir eben auch dabei. Okay. So, jetzt, wie kommen wir eigentlich auf dieses Thema Selbstorganisation? Und warum, was versteht man drunter und warum ausgerechnet Selbstorganisation? Das ist eines der Buzzwords oder große Themen, die gerade so ein bisschen einen kleinen Hype erfahren. Neben OKR, das ist auch gerade in aller Munde, alle Firmen führen gerade OKR ein. Genauso wie wir eben wahrnehmen, dass einige eben dieses Thema Selbstorganisation für sich orientieren. So, und jetzt wollen wir einfach mal einsteigen. Wir haben hier zwei Achsen. Das eine ist die Zeit, das andere ist der Komplexitätsgrad. Und jetzt habe ich schon weitergeklickt. Jetzt ist hier so Badewanne-mäßig. Die meisten oder einige werden jetzt schon wissen, was da kommt. Die Taylor-Wanne. Letzten Endes ist nichts anderes. Welchen Komplexitätsgrad hatten wir zu welcher Zeit? So, und wenn ich eben ja, ins letzte Jahrhundert gehe, erste industrielle Revolution, die Mechanisierung, Maschinisierung hat stattgefunden, Wasserkraft, Dampfkraft, erste Fabriken, die entstehen, aber man kam eigentlich, lokale Märkte, sehr spezifisch, das war noch ein sehr komplexes ja, Gewebe von Handwerkern, von lokalen Ressourcen, die miteinander interagiert haben, viel Fachwissen, auch der Einzelne zentriert war notwendig. Das ist so die Welt von damals. Und jetzt geht es darunter in unserer Linie. Die Komplexität geht nach unten. Und das ist so die zweite und dritte industrielle Revolution. Also die dritte wirkt natürlich bis heute noch nach. Die zweite natürlich auch, weil Massefertigung, Elektrizität haben wir da auch. Aber was hat sich da verändert? Also mit dieser Industrialisierung, mit der Herstellung von irgendwelchen Teilen, mit der Werbung, mit einem gewissen Wohlstand der Menschen, mit einer gewissen, ja, dem Wille zu konsumieren, Ware zu kaufen, hat es natürlich ausgelöst, dass ich in einem Unternehmen ja recht planbar wirtschaften konnte. Mein Markt ist kontinuierlich gestiegen. Ich habe nach und nach neue Märkte, Länder erschlossen. Das heißt, ich konnte meine Produkte, die ich immer weiterentwickelt und optimiert habe, konnte ich eigentlich ja, in immer neue Märkte, in immer höhere Stückzahlen weiterverkaufen. Das heißt, es ging die ganze Zeit eigentlich darum, ja, das Bestehende noch besser zu machen, wenn man so möchte. Ja, es war vorhersehbar, es war managebar. Industrie 3.0, vielleicht war das auch so ein bisschen die Sternstunde von Lean Management oder von dem, was wir bei uns in der Dachregion kennengelernt haben, dass ich eben da Prozesse immer weiter optimiere, immer noch effizienter werde, immer fehlerfreier werde, Gutes immer noch besser mache quasi. So, und jetzt kommt so ein bisschen der Sprung, was wollen wir denn eigentlich mit Selbstorganisation und warum? Und letzten Endes, ja, I4.0, muss man aufpassen mit so Buzzwords und Digitalisierung. Viele können es schon gar nicht mehr hören, sagen, ist ja fast schon alter Hut. Ist Zeit für I5.0 eigentlich, sage ich immer. Müssen wir noch einfallen lassen, was das ist. Ich hätte schon eine Idee, was das sein kann. Aber letzten Endes, in unserer heutigen Welt, es wird immer komplexer, die Märkte, ob das ein Grippevirus ist oder ein aggressiver Atemwegsinfekt ist, ob das irgendwelche Präsidenten sind, die an der Macht sind, die für irgendwelche Verwerfungen sorgen.
ob das ein Frachter, der im Suezkanal quer steht, ist. Es gibt Dinge, die nicht vorhersehbar sind, die uns in unserer planbaren, managebaren Welt ein klein bisschen in Aufruhr bringen. Im Großen und im Kleinen. Was da natürlich auch einhergeht, vielleicht kommt es aus einem gewissen Wohlstand heraus. Die Menschen verändern sich, was die Leute wollen. Wir haben da Sinnerfüllung stehen. Und ich würde das auch nicht nur auf junge Menschen beziehen, sondern eigentlich auch, ja, auch ältere Leute sagen, ja, ich mag auch was tun, dessen Sinn ergibt. Ich mag auch Teil von etwas sein, das nicht eine Abwärtsspirale in Sachen Ressourcenverschwendung und Verbrauch darstellt, sondern was Positives, das sich da weiterentwickelt. Letzten Endes, die Kundenwünsche werden immer individueller. Die Marktsituation wird immer kniffliger, immer schwieriger und das Umfeld, in dem sich so ein Mensch und auch so eine Organisation bewegt, wird immer schwieriger, undurchsichtiger und der einzelne Manager an der Spitze kann es eigentlich allein immer schwieriger bewältigen. Und es passieren täglich Dinge, wo ich eben immer mehr die einzelnen Menschen in meinem Unternehmen an verschiedene Stellen brauche, die mitentscheide, die mitdenke, die mit sich einbringe, aktiv Rückmeldung gäbe, wo irgendwas nicht passt, wo man was verändern muss. Und das ist im Prinzip für uns so ein bisschen der Trigger. Die Komplexität steigt wieder an. Warum macht es Sinn, so viele Menschen wie möglich in der Organisation zu aktivieren und zu mitdenken, zu mitmachen, zu bringen, aus unserer Sicht, um genau diese Anforderungen begegnen zu können? Genau, und das ist dann auch der Einstieg jetzt so ein bisschen in dieses Thema. Also klar, warum Selbstorganisation momentan sehr aktiv und man denkt eben auch darüber nach, dass das eines der Hauptschlüssel ist, um in dieser Welt, dieser steigenden Komplexität und auch Schnelligkeit, bedingt auch durch die ganzen Technologien, die kommen, bewältigen zu können. Und wir möchten jetzt mal einsteigen. Der ein oder andere kennt es vielleicht von Haufe, also basierend auf dem Haufe-Quadrant. Gibt es, ich sage jetzt mal, vier Felder. Also der Fett ist die Achse im unteren Bereich. Das sind die Mitarbeiter, also die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, die da aktiv sind. Es gibt den eher ausführenden Teil. Also ich als Empfehlsempfänger arbeite gewisse Dinge ab, so als klassische Rolle. Aber es gibt auch das Gestaltenden auf dem anderen Teil der Achse. Und das gleiche Bild gibt es eben auch auf der anderen Achse, jetzt mit Bezug auf, wie ist eine Organisation aufgestellt. Geht auch so ein bisschen einher mit, wie wird sie geführt, beziehungsweise wie ist sie strukturiert. Da haben wir einmal den Punkt, den unteren Teil, ist sie sehr stark gesteuert, ist sie sehr stark reglementiert. Und im oberen ist dann eher so der Punkt, setzt man stärker auf Strukturen, die Selbstorganisation ermöglichen. So, und wenn wir jetzt mal gucken, wo stehen wir heute? Wir denken nochmal an die Taylor-Wanne, so dieser unteren Wannenboden, den wir über die letzten Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar das ganze letzte Jahrhundert, sehr stark auch perfektioniert haben. Was sind Systeme, die wir geschaffen haben? Also 95% in der Dachregion sind sehr klassisch organisiert. Also heißt, sie haben ein hierarchisches Stab-Linien-Diagramm. Es gibt, ich sage mal an der Spitze, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, es gibt an der Spitze ein paar Menschen, die denken, die treffen die Entscheidungen. Und es gibt in der Hierarchie weiter unten die Menschen, die dann eben das empfangen bzw. ausführen. Also jetzt eben nach Taylor das Trennen von Denken und Handeln, das ist was unsere Organisationsformen in den letzten Jahrzehnten ganz stark geprägt haben. Also das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Wir haben eine sehr gesteuerte Struktur, es ist klar nach Regeln, wer mit wem, was, wie auch immer. Und wir haben eben Menschen, die das ausführen, weil so funktioniert das in der Regel. So, und jetzt aber wahrscheinlich wird es den einen oder anderen auch geben bei euch, der sagt, boah, wir machen das schon lange nicht mehr genauso, weil wir merken, man muss sich da was verändern. Da ist sehr viel Dynamik drin. Was jetzt passiert, und das ist uns wichtig, euch auch zu zeigen, weil das ist was wir ganz stark wahrnehmen, auch in den Projekten, die wir betreuen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ziemlich, ich sag mal, in kein gutes Fahrwasser kommt, beziehungsweise wo sich Menschen aufreiben und wo sie nicht glücklich sind und auch die Organisation nicht die Performance bringt, die man sich wünscht. Und zwar zum einen ist das der Punkt, wenn ich
bei dem Thema, bei der Organisation, wenn ich jetzt Strukturen entferne, weil ich sage, oh, wir wollen uns jetzt mehr selbst organisieren, wir wollen Verantwortung jetzt an die Leute geben, die dürfen da jetzt aktiv werden. Reminder, so richtig gelernt haben sie es nicht. Die letzten Jahrzehnte haben sie es auch nicht gemacht. Ich entferne das, ich habe dann, und es passiert leider auch oft in der Praxis, ich habe dann total überforderte Menschen, die mit der Situation nicht klarkommen und habe dann im schlimmsten Fall ein echt großes Chaos. Also das ist das eine, was passieren kann. Das andere, was passieren ist, dass ich gestaltende Mitarbeiter habe, vielleicht auch bewusst einstelle, um das voranzubringen, die Strukturen aber dafür sorgen, dass es doch noch so starr ist, dass sich die Menschen, die gestaltend aktiv sind, unter so einem kleinen Schirmchen beginnen, ihr eigenes Ding zu tun. Also es entsteht sozusagen eine Schattenorganisation oder auch immer dann, wenn ein Vorgesetzter gewisse Dinge möchte, die Organisation das aber nicht für richtig hält und dann ihre eigene Interpretation davon bildet. Also das ist eine Schattenorganisation. Auch dieses Phänomen passiert relativ häufig. Manchmal so der Bereich der Graswurzelbewegung, und das beginnt man ja auch immer häufiger zu hören. Genau, das spielt da eben rein. Und jetzt ist so der Punkt, worauf wir hinaus möchten oder was uns eben auch am Herzen liegt, ist das Thema, mehr in die Selbstorganisation zu kommen, heißt sowohl Mitarbeitende in den gestaltenden Modus zu bekommen, aber eben auch sowohl Führung als auch die Strukturen dazu zu schaffen, dass der Weg, und das ist so ein bisschen das Thema von uns heute, dass der Weg eben nicht über den unteren rechten oder den oberen linken Quadranten geht, sondern dass man, bestimmt wird es die ein oder andere Ausprägung auch da mal geben, aber dass der Weg eher in der Diagonalen läuft. Also das heißt, dass ich, wenn ich mich beginne, mit dem Thema Selbstorganisation zu beschäftigen, eben mehrere Facetten angucken muss. Also nicht nur die der Struktur, nicht nur die der Mitarbeiter, sondern auch die der Führung. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir heute euch einen kleinen Einblick geben wollen, wie so ein Weg aussehen kann. Also ihr seht hier in der Mitte die lernende Organisation. Das ist ein Konstrukt, wo man jetzt auch, ich sage jetzt mal grafisch, nicht so genau verorten kann, wie die dann bedeutet, ist auch bewusst so gehalten, weil die sieht bei jeder Organisation anders aus. Entscheidend ist, und das ist so der erste Punkt, wo ihr auch seht, die Männchen am Steuerrad sind plötzlich mehrere. Also es steuern nicht nur diese eine Person, sondern Führung oder auch die Strukturen werden von mehreren Menschen geleitet, aber auch in den Bereichen selbst, in den Abteilungen, die beginnen viel stärker miteinander zusammenzukommen und auch die Linien, die da sind, sind bewusst gestrichelt, dass sie eben sich finden können. Also dieses ganze Konstrukt ist ein Lernkonstrukt, was sich beginnt, auf den Weg zu machen in diesen oberen Quadranten. Ja, soweit. Zu diesem Thema wichtig ist, und das ist auch eben der Titel von der Veranstaltung heute, die Führungskraft, weil eben in 95% der Fällen die Ausgangssituation doch eher links unten ist. Die Führungskraft hat eine unglaublich wichtige Rolle auf dem Weg, sich als Organisation in Richtung Selbstorganisation zu entwickeln. Ja. Genau. So, und wenn vielleicht Selbstorganisation und den Begriff nicht überzustrapaziere, vielleicht ist das so die Endausbaustufe. Also dass ich eine Organisation habe, die wirklich alles selbst kann in sich. Da gehen wir gleich drauf ein, was die dann alles können muss. Vielleicht ist das so eine Art Nordstern und die Reise ist eigentlich das Ziel, weil am Ende muss die Organisation aus sich heraus Reize von außen aufnehmen, vom Kunde, von den Mitarbeitern, aus der Welt, um darauf zu reagieren, sich wieder optimal aufzustellen, die richtige Maßnahme abzuleiten, sich zu optimieren und so weiter. Das ist so das eigentliche Ziel. Und im Idealfall, oder eigentlich kann die nie ankommen, weil genauso schnell, wie sich unsere Umwelt entwickelt, muss sich auch eine Organisation hinterher entwickeln. Das heißt, fertig ist das Ganze nie. So, jetzt haben wir gesagt, links unten so ein bisschen die klassische, rechts oben selbst organisiert und dazwischen die Lernende. Links unten, wir haben, und das ist jetzt so das andere, die vielen verschiedenen Rollen von Führung. In einer klassischen Organisation, im Idealfall, übernimmt eine Führungskraft verschiedene Aufgaben. Und das ist, ich glaube, ja, in der meisten Unternehmen, ich koordiniere in meinem Bereich, meiner Abteilung, ich bin vielleicht noch der Fachexperte,
Ich habe auch die Zahlen, Budgets im Griff und im Blick und verwalte die. Das ist so, ja, ich glaube, ein großer Teil aller Führungskräfte spielt so in diese Bereiche. So, was ich aber sage, was eigentlich noch dazu gehört, ja, ich muss auch eine Idee haben, ich muss eine Vision haben, ich muss mir Gedanken machen, wo kann es denn hingehen, welche Strategie fahre ich denn, wie setze ich es denn um? Also, das ist jetzt ein Punkt, der da auch ja, mit reingehört, der aber oft schon nicht mit berücksichtigt wird. So, und jetzt kommt noch mehr. Was mache ich denn als Vorgesetzter noch? Also links unter haben wir so das Thema Vermittlerin. Das ist etwas, das ich auch immer wieder festgestellt habe. Wenn es irgendwo eine Spannung gibt zwischen Mitarbeitern, zwischen Bereiche oder Abteilungen, dann bin ich als Führungskraft ganz oft der, der die Leute wieder zusammenbringt, der irgendwie den Druck rausnimmt. Ich muss die richtige, das ist links oben, Vernetzerin, wenn ich irgendein Projekt habe, wenn ich eine Herausforderung, ein Problem habe, ich muss die richtigen Leute zusammenbringen. Ich muss der Netzwerke bilden. Ich bin, und das haben wir rechts am Rand, ich bin Coach, ich entwickle Leute, ich helfe ihnen, immer besser zu werden. Und ich habe das Thema Kulturbotschafter, also, und da vor allem, ja, ich muss wissen, wo ich hin möchte und ich muss es auch leben, wie begegne ich Menschen, welche Werte habe ich, wie, ja, wie begegne ich anderen. Das spielt da alles mit rein. Und das, auf was man eben da drauf raus wolle, ist, also, das alles sollte eine Führungskraft eigentlich heute schon tun. Jetzt darf man ganz ketzerisch fragen, wie viele Führungskräfte kennt ihr, die das heute schon tun? Und wie viele kennt ihr, die sich mit Troubleshooting und Feuerwehr beschäftigen, in Anführungszeichen, oder von Meeting zu Meeting rennen? Aber die eigentliche Aufgabe waren heute eigentlich schon die. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir Führung, und da reden wir von der auf einzelne Personen zentralisierte Führung zurücknehmen. Dann müsse diese Aufgabe von der Organisation mehr und mehr übernommen werden. Also das ist so das, was dann passieren muss. Weil einer der größten Fehler oder was immer umherwabert ist, Selbstorganisation, da gibt es keine Führung, das ist die blanke Anarchie, jeder macht, was er will, dem ist nicht so. Also ich muss. Sonst landet man in diesem Quadranten, wo die Leute so wild durcheinander laufen und irgendwie orientierungslos sind. Ich muss diese Aufgabe trotzdem in die Organisation bringen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, ein ganz wichtiger Punkt, weil ansonsten wird es nicht funktionieren. Ein Indiz ist auch oft dafür, Christian hat das eben schon angesprochen, dass viele Führungskräfte eher in diesem Tagesgeschäftssumpf in Anführungszeichen aktiv sind oder auch im Hamsterrad sozusagen rennen, weil, und das ist ein Problem unserer heutigen, ich sage jetzt pyramidalen Strukturen, dass eben eine Führungskraft so viel übernehmen sollte, weil eigentlich braucht man diese Punkte alle. Und jetzt ist eben auch der Punkt zu sagen, okay, jetzt hast du ein extrem dynamisches System, du hast unglaublich viele Reize, die von der Umwelt, von deinen Kollegen, von allem auf dich einprasseln. Ein Mensch alleine kann diesen Rollen gar nicht gerecht werden. Das mag man vielleicht aus stabilen Märkten noch anders gewohnt sein. Vielleicht hat auch nicht jeder alles gekonnt. Aber die Idee hinter dem ganzen Konzept ist, dass man sagt, okay, Führung fällt nicht weg, wichtig, sondern Führung verteilt sich oder Menschen übernehmen verschiedene Rollen und können sich einbringen. Das ist so ein bisschen jetzt auch der Punkt, wo man nochmal das Bild von vorhin angucken. Also was ist so diese klassische Führung in dieser ganz klassischen Organisation? Da ist all diese Rollen, die wir gerade gesehen haben, und garantiert gibt es noch zig andere, die uns einfallen würden, wenn wir da miteinander drüber brainstormen. Aber diese Rollen sind alle auf eine Person immer zentralisiert. Also irgendwie denken wir, das ist so das, was unser gängiges Bild ist, das muss doch die Führungskraft machen, das muss doch der Chef machen. Also das ist so das, was sich irgendwie eingebrannt hat. Aber mal abgesehen davon, dass die Person es nicht leisten kann und also weil es halt auch einfach nicht geht, weil das so viele Themen sind, und auch dieses, ich versuche alles zu kontrollieren und zu steuern und es ist jeden Tag anders, das bringt halt ein System echt an eine Situation, wo die Menschen sich brutal aufreiben.
nicht umsonst, ich will es jetzt nicht nur auf das beziehen, aber die Burnout-Raten oder auch die Gesundheitszustände sind schon auch ein kritischer Zustand, wo man sich überlegen muss, ob nicht auch ein Anteil davon vielleicht im System, so wie es aufgebaut ist, wiederzufinden ist. So, und die Idee, die jetzt eben dahinter steckt, auch gerade beim Thema Selbstorganisation, bedeutet ja, dass, Christian hat es ja gesagt, wegfallen dieser Rollen, das ist ein Chaos und das ist auch das, was wir euch nur ans Herz legen können. Bitte, bitte denkt darüber nach. All diese Rollen, gerade die unangenehmen in Anführungszeichen, wer führt denn gern Konfliktgespräche und wer greift denn gern in die Themen, wo man sich vielleicht eher vorscheut, weil sie halt nicht so angenehm sind? Wer sagt vielleicht jemand, du pass auf, das war jetzt gerade nicht in Ordnung, da müssen wir nochmal miteinander sprechen. Also diese Themen, wenn sich dafür niemand verantwortlich fühlt, dann werden sie halt nicht gemacht. Aber eine Organisation braucht das. Und deswegen geht die Idee dahin zu sagen, zu gucken, alle Rollen müssen verteilt sein und alle Themen müssen ihren Platz finden. Vielleicht nicht mehr auf den Schultern einer Person, sondern dass mehrere Menschen, und das ist, ich sag mal so, auch der Wunschgedanke, nach Stärken basiert, diese Rollen übernehmen. Es gibt Führungskräfte, die sind super Fachkräfte. Es gibt Führungskräfte, die sind super Strategen. Es gibt Führungskräfte, die sind super Visionär oder auch andere, die unglaublich gut in Zahlen und in Analysen sind. Aber alles in einer Person zu vereinen, also wird halt nie das Bestmögliche für die Organisation bringen. So, und die Idee, die jetzt von uns dahinter steckt oder das, was wir immer wieder auch mit Organisationen, den Weg, den wir dann begehen oder gehen, das gleicht einer Metapher und zwar von einem Auto, also kein E-Auto, sondern noch ein ganz normales Auto, so wie wir es kennen. Und zwar, es gibt die Kupplung und die Bremse. Also das sind so die für uns symbolisch für den Kontrollmechanismus stehen, den wir langsam lösen müssen. Also das sind so die Strukturen, die man nach und nach beginnt wegzubauen. Aber eben jetzt das Gaspedal in Anführungszeichen, wie beim Anfahren, dass das Thema Führung und Verantwortlichkeit, dass das stärker verteilt wird und das ist dann eben dieses Gas geben. Aber, und ich bin mir sicher, ein Großteil von euch kennt dieses Anfahrgefühl im Auto. Wenn man das ruckartig macht, dann macht das Auto einen kurzen Sprung und dann ist es aus. Das ist eben nicht der Sinn, sondern da gehört viel Gefühl zu und es ist vielleicht auch bei jedem Auto unterschiedlich, weil man Kupplung und Gas und Bremse, das Zusammenspiel da auch ein bisschen erleben muss, aber das muss in beiden, also es muss im Zusammenspiel passieren, ansonsten lande mal in der Schatten oder in der überforderten Organisation. Genau. Das passt sehr schön für uns und auch dieses, und ich mag nochmal auf die Schattenorganisation und auf die überforderte Organisation kurz eingehen. Also das eine ist tatsächlich, es muss beides sein. Ich gebe Gas und lasse die Kupplung langsam kommen. Wenn ich die Struktur zu schnell herausnehme und ich habe eine Organisation und so haben wir das oft gelebt. Ich gehe jetzt mal vom negativen Beispiel aus. Ich habe eine ganz klassische Organisation, tief tayloristisch, habe die Prozesse durchoptimiert bis aufs Letzte und habe ganz unter an der, ich sage jetzt mal als Beispiel, Montagelinie Menschen, die einen kleinteiligen Job haben. Sie sind super austauschbar. In der Regel habe ich dann noch nicht einmal mehr eigene Mitarbeiter. Das ist so die negativste Ausprägung für mich. Ich habe Leute, die ich in kürzester Zeit angelernt und aber auch wieder ersetzt bekomme. Ich habe eine Beschreibung der Stelle. Ich habe einen Preis dahinter gesetzt quasi. Das ist so das Negativste in Anführungszeichen. Und wenn ich jetzt Menschen habe, die da vielleicht schon 20 Jahre in einer solchen Struktur arbeiten und ich sage denen, Leute, wir strukturieren um, ab nächsten Monat habt ihr keinen Chef mehr, ihr macht das jetzt alles selbst. Was soll dabei rauskommen? Also sie haben es nie kennengelernt, sie haben sich verschiedene Gedanken nie gemacht. Vielleicht, also nee, nicht vielleicht, ganz sicher waren die meisten in dieser Situation nicht glücklich. Sie haben vielleicht ihr Geld verdient, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, aber einen Sinn oder drin aufgegangen in dieser Tätigkeit sind sie nicht. Umgekehrt, die Schattenorganisation, wenn ich sehr gute Leute habe, sehr reif vom Mindset, die viel können, aber ich steuere sie sehr stark und sie haben aber selbst eigentlich ihr Wille, ihr Denke, ihre Annahme. Also das sind dann oftmals, ich sage immer in so einer klassischen Hierarchie, manchmal funktioniert die nicht wegen Manager, sondern trotz dem Manager und dann sind ganz oft Menschen drunter, die eben
ja, sehr stark da ihre eigenen Entscheidungen treffe und Entwicklungen vorantreibe. Beides bringt die gesamte Organisation nicht nach vorne. Ich muss mich irgendwie so ein bisschen, wie beim Auto, Kupplung ein bisschen kommen lassen, ein bisschen Gas geben, gucke, was passiert. Vielleicht mache ich es und ich glaube, das kann auch passieren. Vielleicht ruckelt es mal, vielleicht mache ich es aus einmal, dann muss ich es wieder starten und muss es wieder probieren. Es gibt da keinen vorgezeichneten Weg. Aber, und das ist so die Hauptbotschaft, es muss auch nicht die Selbstorganisation sein. Ich kann mich mal langsam auf diesen Weg machen. Eben. Und das ist jetzt so die nächste Folie, die wir euch zeigen wollen. Wie mache ich mich da auf den Weg? Wie geht es eigentlich los? Genau, das ist ein guter Punkt, was Christian gerade gesagt hat. Es muss nicht die Selbstorganisation in der vollen Ausbaustufe sein. Wenn wir mal zurückdenken, wie sich der Taylorismus entwickelt hat und auch wie sich Organisationen entwickelt haben, dann sind es ja über Jahrzehnte Dinge. Das sind ja über mehrere Generationen, die sich da verändert haben. Und das Gleiche passiert auch hier, weil ja Menschen oder jetzt, ich sag mal, wenn man beginnt, plötzlich Führung auch übernehmen zu ja, dass Mitarbeiter auch mehr Führung und Verantwortung übernehmen, das ist ja was, das fällt nicht über Nacht vom Himmel, möchte vielleicht auch gar nicht jeder, kann vielleicht auch gar nicht jeder, sondern das ist ja auch ein ganz starker Reifeprozess vom Menschen her. Und entscheidend ist, dass das jetzt, das ist uns wichtig, es muss nicht gleich der Zielzustand, wir müssen selbst organisiert sein, dann sind wir perfekt, das ist der Nordstern, man beginnt sich langsam auf diesen Entwicklungsweg zu machen und das ist so ein bisschen auch der Punkt für uns, die lernende Organisation, das wird schrittweise passieren, weil ein Vehikel von, ich sage jetzt mal, klassischem Management ist, dass man alle 10 Jahre, der ein oder andere von euch wird vielleicht in größeren Konzernen unterwegs sein, wo alle 10, 12 Jahre eine riesen Restrukturierung stattfindet. Das sind klassische Mechanismen, wo man halt nach 10 Jahren merkt, oh, kostentechnisch sind wir gerade nicht mehr so gut, es hat sich ein bisschen was verändert. Wir sollten vielleicht doch mal überlegen, uns vielleicht nochmal umzustrukturieren. Dann kommen große Beratungsfirmen, es werden neue Organigramme gemalt und dann wird es wieder auf einen neuen Zustand gebracht. Der eigentliche Gedanke sollte aber sein, dass die Organisation irgendwann die Fähigkeit hat, Schritt für Schritt sich selbst zu lernen, damit sie nicht alle 10 Jahre diesen Big Bang braucht, sondern dass sie das aus sich heraus kann. Dann beginnt die Organisation zukunftsfähig zu sein und sich für egal was kommt aufzustellen. Weil genau das ist ja die Fähigkeit, die wir eigentlich fördern möchten. Und entscheidend ist, wenn ihr euch jetzt auch fragt, okay, wie kann so ein Weg aussehen? Für uns ist die erste Phase eigentlich die, in der die Führungskraft für sich selbst erkennen sollte oder darf, was das bedeutet, was hinter dem Konzept steckt, was es auch bedeutet, in diesem Umfeld als Unternehmen aktiv zu sein, sich für die Zukunft aufzustellen. Wir führen viele, viele Gespräche mit, ich sage mal, Personalern oder Unternehmen, die händeringend nach guten Leuten suchen. Ich glaube, da wird auch hier, wenn ich die Frage stelle, mindestens 3/4 der Leute die Hand heben und sagen, ja, wir suchen auch gute Leute. Und? Ergänzend, wir führen auch viele, viele Gespräche mit Menschen, die in diese klassische Organisation nicht mehr bleiben wollen, weil sie sagen, das passt für mich einfach nicht. So möchte ich nicht wirksam sein, so möchte ich nicht anderen Menschen begegnen müssen. Das muss auch anders gehen. Und sage, ich halte es dann immer aus, ich mag ich mag das anders tun, erlebe. Ja, also die Bereitschaft ist da und auch der Bedarf, sich dahingehend in Bewegung zu setzen, allein schon, weil ich behaupte, in ein paar Jahren wird sich nahezu jeder gute Mitarbeiter, hochqualifizierte Mitarbeiter aussuchen können, wo er arbeitet, weil mindestens 5, 6 Firmen Interesse an ihm haben. Also das kommt ja zusätzlich noch dazu. Okay, zurückzukommen. Die erste Phase, um sich auf einen solchen Weg zu machen, bedeutet, dass die Führungskraft sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Also wir sprechen oftmals auch in Runden, wir diskutieren die Themen. Also ich muss diese persönliche Erkenntnis haben, dass ich, der eine Manager sagt, boah, ich bin froh, dass wir da jetzt mal was machen, weil ich gehe unter in meinem Hamsterrad. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber ich bin offen dafür, dass wir das anders machen. Und das ist so die eine. Wiederum andere tun sich vielleicht etwas schwerer. Ja, das kann auch sein. Aber wenn diese Erkenntnis nicht da ist, stärker in die Breite zu gehen, Dinge auch zu verteilen, den Leuten, ich sag mal, auch Wissen zu geben, dass sie aufqualifiziert werden, also nicht mehr Wissen gleich Macht, sondern wenn wir alle viel Wissen haben, kommen wir gut miteinander voran.
Wenn diese Erkenntnis da ist, dann kann der Weg beginnen. Ohne diese Erkenntnis ist es aus unserer Erfahrung unglaublich schwierig. Es gibt dann die Graswurzeln, das ist das Phänomen, das passiert. Manchmal werden Graswurzeln nach ein paar Monaten oder auch Jahren legitim und dann haben sie es auch in die Orga geschafft, kann auch sein. Aber ohne diese Erkenntnis und auch ohne die Integration des Managements bei Strukturveränderungen, so ist es extrem schwierig und für die Menschen, die es treiben, oftmals auch sehr aufreibend. So, und dann, ich sage jetzt mal so die zweite Phase, wir haben jetzt so dieses, noch dieses hierarchische Bild, ist ja auch nicht schlimm, das ist unser Startpunkt, also vielleicht kurz für euch zur Erklärung, was wir mit diesem Loop meinen. Der Loop beginnt immer mit, es gibt einen aktuellen Status quo und irgendwas passt nicht. Also es mag vielleicht das Hamsterrad sein, das mag, dass wir vielleicht komplett überlastet sind, wie auch immer. Es gibt Dinge, dann macht man sich Gedanken, spricht darüber, lernt gemeinsam und tut dann kleine Anpassungen machen. Also dieser Loop ist eigentlich etwas, was bei vielen, vielen Organisationen viele, viele hundert Male immer wieder passieren, weil wir uns gemeinsam auf einen Lernweg machen. Auch wichtiger Punkt, es gibt viele Führungskräfteentwicklungsprogramme, wo die Führungskraft weggeht und Dinge lernt und coole Methoden und Bewusstsein, das ist gut. Aber, ich weiß nicht, vielleicht wird der ein oder andere das kennen, Führungskraft kommt zurück, quasi wie neu geboren, hat jetzt ganz viele neue Ideen und das Team sagt, ach du lieber Himmel, haben sie den gebrainwashed, was ist denn da passiert? Das ist nicht anschlussfähig. Und deswegen setzen wir zum Beispiel auf, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt. Klar gibt es ein paar Erkenntnisse, wo man vielleicht Führungskraft und Mitarbeiter bewusst trennt, aber diese Entwicklungen, diese Lernzone ist etwas, was gemeinsam geht. Und ein schöner Punkt hier, was wir euch empfehlen können, ist zum Beispiel das Delegation Poker. Das ist eine Methode, wir haben unten den Link reinkopiert. Wer da mal gucken möchte, der eine oder andere wird es vielleicht auch kennen. Also das sind mehrere Stufen, wo man einkategorisieren kann. Entscheide ich als Führungskraft das komplett? Frage ich meine Mitarbeiter noch, aber ich entscheide bis hin zu, ich überlasse es dem Team komplett. Also da gibt es so verschiedene Stufen. Das ist eine Methode, wo man mit seinen Mitarbeitern gemeinsam gucken kann, wer entscheidet denn was, wer macht denn was und wie arbeitet man da zusammen? Also ist ganz nett für Workshops. Ein bisschen die Selbsterkenntnis auch für die Führungskraft. Wie stark diktiere ich denn, was gemacht wird und wie viel Freiheit gebe ich denn meinem Team heute schon? Ich meine, vielleicht im Kleinen zuerst mal selbst als Führungskraft. Im Team ist natürlich dann schon ein erster Schritt, wo ich mich öffne, wo ich vielleicht auch mal Rückmeldungen bekomme, die mir gar nicht so bewusst waren. Aber wir haben den Link unter rein, kann man mal reinschauen. Ich glaube, das ist so als Aufnahme für den Status quo. Wo überall, ich sage jetzt mal, bevormunde ich denn meine Mitarbeiter? Wo kann ich ihnen denn problemlos jetzt schon die Verantwortung übertragen? Wo muss ich noch ein bisschen was tun? Und dann bin ich schon mittendrin in meine Loops, die ich da ansetzen kann. Welche Punkte kann ich anpacken? Was kann ich übergeben? Und das geht einfach mal los im Kleinen zum Teil schon. Genau, also wer da auch mehr Infos oder so möchte, kann sich gern jederzeit da melden. Ist einfach eine Idee oder was, wo wir gerne nutzen. Was dann passiert, und das ist jetzt wirklich sehr individuell für jede Organisation. Deswegen, das bitte interpretiert es als Beispiele. Irgendwann, wenn das Team dann mal begonnen hat, regelmäßig miteinander über so Themen zu sprechen, wird die Frage, und das ist zum Beispiel das, was bei uns dann sehr häufig und sehr schnell kommt, okay, wegfallen von klassischer Führung. Wie geht es? Was passiert da? Wo bin ich dann? Und was sind jetzt meine Aufgaben? Und auch von Mitarbeiterseite, ja, wie ist das jetzt? Wo gehe ich denn jetzt hin und mit wem spreche ich da? Und also diese Verunsicherung und dieses überhaupt mal darüber zu sprechen, wie man das jetzt anders organisieren möchte, das ist häufig ein Punkt, so einer der ersten Stolpersteine, wenn man sich beginnt, damit zu beschäftigen, dass da ganz viele Fragen, auch Unsicherheiten, auch Ängste manchmal kommen. Ja, wie ist das denn? Und das gilt es dann gemeinsam zu bearbeiten. Dann kommt irgendwann das Thema, wir wollen mehr in Rollen gehen, dass man für verschiedene Dinge verschiedene Verantwortlichkeiten hat. Wie geht man da dran? Die Frage kommt. Irgendwann kommt der Punkt, wir haben sie als Wertschöpfungsteams genannt. Passen die Teams
Zum Beispiel, wenn man funktional hierarchisch ist, also machen Beispiel, alle Einkäufer sitzen zusammen, führen miteinander diese Gespräche und sagen sie, ich arbeite eigentlich mit ganz vielen anderen Leuten eher zusammen und nicht mit dem Team. Passt das Team, mit dem ich spreche, überhaupt noch so zusammen? Ist das gut so? Also dann kommt oft die Frage, sind die Teams, so wie sie aktuell aufgestellt sind, die richtigen? Dann Struktur ist immer ein Thema. Was bedeutet das? Was bedeutet das nicht? Was wir auch empfehlen können, ist das Thema Retrospektiven. Also, dass man beginnt, miteinander für einen gewissen Loop oder für einen gewissen Zeitraum mal zu gucken am Ende, was war denn gut? Was war denn nicht gut? Was hat denn geklappt? Aber auch nicht nur fachlich, also dass man über fachliche Themen spricht, sondern vielleicht irgendwann auch mal eher auf die emotionale Ebene kommt, im Sinn von, wie war denn unsere Zusammenarbeit, wie sind wir uns denn begegnet, was ist denn da, wo entstehen denn Konflikte, weil man vielleicht, der eine hat einen flapsigen Witz auf Kosten von jemand anders gemacht, dass man auch über solche Dinge beginnt zu sprechen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und es geht natürlich auch massiv einher mit dem Thema Feedback. Wie begegnen wir uns in diesem Team, in diesem Kreis, um mehr in dieses Gemeinsame zu kommen, dass die Menschen, das seht ihr auch in dem Loop hier, auch untereinander plötzlich miteinander Verantwortung übernehmen, dass nicht mehr alles komplett zentral auf die Führungskraft geht, dass so dieses Gemeinschaftsthema und dieses enger Zusammenrücken, dass das da ganz stark mit reinspielt. Ja, und dann haben wir schlussendlich, und auch das ist sehr individuell, so als letzter Punkt, wenn man dann irgendwann mal reifer weiter in dem Punkt ist, kommen irgendwann, auch unsere Erfahrung, die Themen, oh, jetzt haben wir haben uns da auf den Weg gemacht, aber das Mitarbeitergespräch ist noch extrem klassisch, weil Vorgesetzter und Mitarbeiter, passt es noch? Nee, wir haben ja jetzt nicht mehr so diese 1:1 Beziehung. Wie sieht denn das zum Beispiel neu aus? Oder auch, was machen wir denn mit dem Gehalt? Also wie wollen wir uns bei dem Thema aufstellen, wenn ich nicht mehr als klassische Vorgesetzte das mit allen bespreche? Machen wir es dann im Team? Machen wir es ganz anders? Diese Fragen kommen dann. Und das sind dann Themen, auch Zielsysteme, auch Steuerungsmechanismen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Irgendwann wird die Organisation für sich erkennen, oh, jetzt knarrt's. Und dann ist der richtige Zeitpunkt, dieses Thema anzugehen. Also ganz am Anfang zu sagen, wir brauchen ein neues Gehaltssystem und die Organisation erkennt es nicht, weil sie das noch gar nicht gelernt hat, weil sie das selbst noch gar nicht erkannt hat, dann brauchen wir es auch nicht angehen, weil dann muss ich so viel Überzeugungsarbeit leisten, das ist was, das passt einfach nicht. Also immer dann, wenn das ein Thema wird, dann ist der Boden, ich sag mal, bereitet, um darauf zu säen. Also diese Erkenntnisse und deswegen auch das Lernen, das ist extrem wichtig, weil ich kann nicht bei manchen Punkten anfangen, aber 10 Schleifen zwischen auslassen, das geht einfach nicht. Das ist so ein bisschen das Thema Culture follows Structure. Und im Prinzip gilt es, rechtzeitig die Strukturen, ich sage jetzt mal, zurückzubauen, die hinderlich werden, aber halt in Anführungszeichen erst dann, wenn sie hinderlich werden. Wenn ich das merke, wenn ich zu früh irgendwelche Dinge rausnehme, dann kann es sein, dass wieder irgendwie das ein Loch ist, wo ich auffangen muss, wo die Leute sich finden müssen. Aber letzten Endes alles zu seiner Zeit. Genau, abschließend haben wir noch, und das ist so ein bisschen auch, um das so zusammenzufassen, für hier, die Führungskraft ist am Anfang diejenige, die Initiator dieser Lernloops ist, weil die Menschen, gut, vielleicht habe ich die ein oder anderen, die das aktiv mit mir als Führungskraft dann treiben. Vielleicht habe ich schon den ein oder anderen Begeisterten in meinem Team, das ist dann gut. Aber wenn die Führungskraft das nicht möchte und wenn sie das nicht aktiv vorantreibt, wird dieses Lernen nicht stattfinden. Und deswegen sehen wir eben die Führungskraft als extremen Enabler, um da wirklich positiv Fahrt aufzunehmen, um auch um die Erkenntnisse zu machen, die wichtig sind, um irgendwann neue Themen anzugehen. Als Beispiel, und da habe ich auch drüber nachgedacht, also ich war auch 15 Jahre lang Führungskraft und da hatte ich auch immer wieder einige Mitarbeiter, mit denen habe ich mich kurz abgestimmt und dann sind die von alleine gelaufen und eigentlich haben wir uns immer nur kurz synchronisiert. Passt es, zahlt es aufeinander ein, was wir vorhaben und dann sind die da
wieder alleine ihrer Wege gegangen. Die haben diese als Beispiel, und das kennt vielleicht auch der eine oder andere ja, von sich selbst, dass er sagt, eigentlich brauche ich keinen Chef, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Es geht nur darum, diese Synchronisierung und Ausrichtung hinzubekommen. Das sind Menschen, die brauchen diese Leitplanken und die Strukturen nicht. Und normalerweise nimmt man die dann als Vorgesetzte auch nach und nach immer weiter raus. Man hat aber auch Leute, die das ein bisschen enger brauchen. Für die wird es auch in Zukunft irgendwo einen Platz geben in der Organisation. Aber letzten Endes, und das ist so, dass die Führungskraft ist eigentlich die, die den Deckel drauf hält, die alle Macht auf sich zentralisiert, die Informationen auf sich kanalisiert, die Entscheidungen auf sich zieht. Oder die, die erkannt hat, zu sagen, okay, so funktioniert es nicht auf Dauer. Entweder, weil sie sich selbst aufreibt und die Drehzahl in ihrem Hamsterrad immer höher geht, oder weil sie einfach sagt, so kann es nicht sein. Also so ist nicht für mich, so möchte ich nicht arbeiten. So möchte ich aber auch nicht, dass die Menschen bei mir arbeiten. Ja, die Führungskraft ist letzten Endes die, die es entscheidet. Jetzt haben wir nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Genau. Und dann sind wir auch fast fertig mit dem Monolog, Dialog, gemeinsamer Monolog sozusagen. Also eines ist uns immer ganz wichtig, Selbstorganisation bedeutet nicht, dass es keiner Führung mehr bedarf. Die Führung verteilt sich nur anders. Also wenn ich in Selbstorganisation gehe, dann heißt es nicht, ich reiße alle Strukturen raus, ich brauche keine Führungskräfte mehr, dann kommt nämlich oft die Panik auf, auch bei der Führungskräfte, was mache ich denn dann? Ihr bleibt ganz wichtig, ohne euch wird der Weg nicht stattfinden können letzten Endes, das mal vorweg als Antwort, aber letzten Endes, ich brauche weiterhin, ja, ich brauche die Strukturen noch mehr als früher in Anführungszeichen, weil die Organisation das selbst regeln muss. Ich habe vorhin das Beispiel gemacht als Führungskraft, ich gebe irgendwelche Konflikte dazwischen, nehme das auf, bringe die Leute wieder zusammen, entschärfe die ganze Situation. Wenn ich jetzt die Führungskraft rausnehme, die das tut, dann muss die Organisation Konflikte in irgendeiner Form miteinander beilegen können. Sie muss ihn erkennen, sie muss irgendwie eine Lösungsmöglichkeit haben, wie sie das zur Sprache bringt, wie sie gemeinsamen Konsens findet, wie sie entscheidet. Das alles muss ich tun. Also durch das Entfernen der Führungskraft reiße ich da eine Lücke, die muss ich füllen entsprechend, jetzt an dem Beispiel. Genau, wir haben dann das Thema, das habe ich ja eben auch schon erwähnt gehabt, es muss nicht die volle Ausbaustufe sein, also im Sinn von, dass Führung komplett bei allen verteilt ist und es muss auch nicht gleich sein, weil das ist ein Entwicklungsweg. Ich kenne auch die Anfrage, oh, wir möchten da was machen, was immer fertig gestern, so in dem Ding, also dass man da sehr schnell was tun möchte. Es ist entscheidend, als Organisation in einen Lernmodus zu kommen und wenn sich ein Team mit der Führungskraft entscheidet, einen solchen Weg zu gehen, und oftmals ist es dann so, dass es heißt, hey, wir bräuchten da vielleicht ein bisschen Hilfe, vielleicht kann dann HR oder wer auch immer da, ich sage jetzt mal, Möglichkeiten und Mittel auch zur Verfügung stellen, zumindest Menschen, die sich damit beschäftigen möchten, dass man bestimmte Methoden bekommt, dass man über bestimmte Themen spricht, dass es Leute gibt, die das moderieren. Also es kann ganz im Kleinen ganz einfach anfangen. Wichtig ist, ich mache mich auf den Weg. Wichtig ist, ich lerne gemeinsam und reflektiere das. Und wo ich dann nachher lande und wann ich da ankomme und wie, vielleicht ist es auch irgendwo ein Mittelding, dass es noch die Führungskraft gibt, aber dass das Team sehr viel eigenständig kann und die Führungskraft dann weiterhin das auch bleibt, aber zum Beispiel sehr strategisch arbeitet, kann auch eine Möglichkeit sein. Es muss nicht die volle Ausbaustufe als das absolute Ziel sein, was ich morgen erreichen muss. Wichtig so vom Gefühl. So, zum Punkt. Als Führungskraft nehme ich entscheidend Einfluss auf die Entwicklung meines Umfelds. Und das gilt jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal, auf dem Weg in Richtung Selbstorganisation, sondern generell. So wie ich bin, wie ich ticke, wie ich organisiere, wie ich plane, was meine Werte sind, was ich gelernt habe in meinem Leben, das alles ist als Führungskraft in mir drin. Das strahle ich aus, ob ich möchte oder nicht. Bin ich jemand, der total organisiert ist und alles durchgeplant haben möchte und so weiter, dann werde ich dafür sorgen, dass ich entsprechend straffe Strukturen in meinem Bereich habe und so weiter. Also und jetzt auf dieses Beispiel, der Weg in Richtung Selbstorganisation. Ich muss mir klar sein, dass ich im ersten Moment der größte Multiplikator bin. Ich
bin der, der diese Freiheit geben muss, der zulassen muss, dass auch mal was schief geht, dass die Leute lernen können. Das geht los mit der Haltung, ich übergebe dir die Aufgabe, mach bitte viele Fehler, dann lernst du am meisten und dann geht das Ganze los. Aber das muss ich erst mal können. Und da muss ich mal so ein bisschen an die Führungskraft, auf diesem Weg hat die Führungskraft, weil immer kommt, ja, dann braucht es mich ja gar nicht mehr und so weiter. Und dann so, nee, dich braucht es. Du hast die schwierigste Rolle von allen. Und du musst mehrfach über dich selbst hinauswachsen. Und am Ende hast du eigentlich eine ganz, ja, du betrachtest dieses Konstrukt dann am Ende und freust dich eigentlich, dass es funktioniert hat eigentlich und gibst noch den Rahmen und greifst höchstens ein, wenn es irgendwo ja mal Unterstützung braucht. Genau, wir haben dann noch einen Punkt und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch. Ich habe kurz mal eben im Chat geguckt, auch bei Fragen, das Thema, wie kann ich starten, beziehungsweise auch da war die Frage, wie kann man wohl Organisationsverantwortliche für diese Themen begeistern, auch Macht abgeben zu wollen? Das ist ein schwieriger Punkt, ja. Für mich liegt die Antwort darin, jeder muss bei sich selbst beginnen. Also wenn ich für mich diese Erkenntnis nicht habe und ich sag mal, oftmals machen wir zu Beginn hoffentlich ein neues Jahr oder aus irgendeinem Grund muss jetzt gerade ein großes neues Projekt für die Organisation kommen, bewusst in die Diskussion zu gehen, wohin geht die Reise von Organisationen, was bringt uns die Zukunft, wie stellen wir uns auf, Thema Fachkräftemangel, wie wollen wir unsere Kultur prägen, dass richtig coole, motivierte Leute zu uns kommen. So Initiativen gibt es in der Regel öfter in Unternehmen und da beschäftigen sich auch viele mit. Und genau an dem Punkt ist eigentlich auch der Punkt zu sensibilisieren und für all die Punkte überhaupt mal Bewusstsein zu schaffen, weil mal ganz ehrlich, jeder geht ins Unternehmen, hat Tonnen an Arbeit, hat ein richtig volles E-Mail-Postfach, da denkt niemand über diese Themen nach und sich bewusst Raum zu schaffen, darüber mal nachzudenken, was es bedeutet und was es auch für Alternativen gibt, das ist was, daran führt kein Weg vorbei. Und auch zu erkennen, dass ich da eine wahnsinnige Schlüsselrolle zu habe und dass ich das ja in Anführungszeichen begünstige oder vielleicht auch verhindere mit der Art, wie ich meine Teams, meine Organisation aufbaue. Diese Erkenntnis muss reifen und das sind jetzt aus unserer Erfahrung auch Gespräche, die teilweise, die müssen im Führungskreis oder ich sage jetzt auch gerade mal in den oberen Ebenen von Pyramiden, die müssen stattfinden, die sind auch nicht immer die angenehmsten, weil dann das ein oder andere Mal auch für den einen oder anderen sein Weltbild ein bisschen ins Wanken kommt. Aber es ist wichtig und ich muss mich dem, allein schon, weil ich ja möchte, dass das Unternehmen eigentlich noch 5, 10, 20 Jahre weiter am Markt besteht, ich muss mich den Themen stellen. Aber tatsächlich ist das eine der größten Hürden und dieses Macht abgeben wollen. Es ist tatsächlich so, die Leute haben in der Regel lange Zeit gearbeitet, gekämpft, um an die Position zu kommen. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, so, jetzt bauen wir die Hierarchie ab und Vorgesetzte und Führungskräfte brauchen wir nicht mehr. Dann sagt er natürlich, oh hoppla, für was war das Spiel eigentlich, das ich die letzten 20 Jahre getrieben habe. Wir sagen immer, es gibt so zwei Varianten von Unternehmen, die ja in große Schritte diesen Weg beschreiten. Die eine sind die, die irgendwann mit dem Rücken an der Wand standen. Die andere sind die, wo an der Spitze tatsächlich jemand verstanden hatte, dass es nur diesen einen Weg gibt. Aus der Mitte raus, das sind dann diese Graswurzelbewegungen, da wird es schwierig, weil ich eben ja, in meinem Bereich kann ich handeln, kann ich anders mit den Menschen umgehen. Nach außen strahlt es aus, ja, mit Glück weitet sich das mehr und mehr aus und ich bekomme eine Durchdringung hin. Aber es kann halt sehr schwierig sein, ja. Ja, und wir haben dann eben abschließend noch das Thema, was auch oft in Irrglaube ist, dass wenn jetzt die Führungskraft für sich erkannt hat, dass sie das abgeben will, dass sie da auch bereit zu ist, es muss halt auch jemand nehmen, weil einfach Dinge abzugeben und dann wabert es so ein bisschen luftleer im Raum. Beim Fußball würde man sagen, nimm du ihn, ich hab ihn. Also so dieses, man weiß jetzt nicht so genau, wer nimmt sie denn und bin ich dafür überhaupt fähig, traue ich mir das überhaupt zu. Das ist ein Reifeprozess, auch der bei Mitarbeitern erstmal, ich sag mal, beginnen muss, auch dass diese Entwicklung erwünscht ist. Dass jemand bereit ist, die zu nehmen, weil einfach abzugeben und dann nimmt sie niemand, das kann ich euch sagen aus Erfahrung, das gibt kein gutes Ende. Das bringt mehr Frust. Es kommt darauf an, wie die Ausgangssituation ist. Das ist so klassisch dieses Menschenbild X und Y.
Jeder Mensch möchte sich einbringen, möchte Teil von was sein, möchte es weiterentwickeln, ist motiviert und so weiter. Und wenn ich dann eine Aufgabe ins Team gebe und keiner möchte sie, dann habe ich manches Mal so diese, wenn die Leute in dem Modus sind, dass die Dienst nach Vorschrift machen und darüber hinaus überspitzt, einmal blöd anstelle, erspart 15 Jahre Stress in Folge quasi. Wenn das der Modus ist, in dem die Mitarbeiter sind, dann ist das natürlich eine sehr, sehr schwierige Ausgangssituation, um da aufzusetzen. Aber das gilt es eben aufzubrechen und nach, Stück für Stück, sich da auf die Reise zu machen, die zum Teil über Jahre gehend. Ja, ja, nicht nur zum Teil, die über Jahre geht und wahrscheinlich nie enden wird. Genau. Was wir jetzt abschließend haben, wir haben jetzt, ich habe schon gesehen, es gibt einige Fragen auch noch im Chat, die gucken wir uns gleich an. Das würde mal jetzt angehen für euch und das würde ich jetzt in den Chat kopieren. Wir haben für euch die Unterlagen, also die Präsentation. Gut, vielleicht hat der ein oder andere Screenshots gemacht. Ihr könnt die Präsentation runterladen, ihr könnt auch die Bilder runterladen, wenn ihr da Interesse habt. Ich schicke euch einmal den Link in den Chat, da könnt ihr euch austoben und das für euch ziehen und ihr dürft auch gerne, also da kommen auch oft die Fragen, ob man das weiterleiten darf oder auch verwenden darf, also ihr könnt damit mehr oder weniger tun, was ihr möchtet, ihr dürft es gerne in der Orga teilen oder irgendwie auch die Bilder weitergeben, wenn ihr das möchtet. Ich sage es nur vorab, weil oft die Rückfragen kommen. Wir sind der Meinung, wenn sich Wissen teilt, ist das was ganz Wichtiges und wir brauchen das alle miteinander, dass sich viele Leute mit dem Thema beschäftigen. Also daher gar kein Thema. Genau. So, jetzt, es sind ein paar längere Textblöcke, wo ich sehe. Einen Punkt haben wir hier, da würde ich vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Da hat die Marina Scherz gefragt, welche weiteren Rahmenbedingungen braucht es für eine erfolgreiche Umsetzung von Selbstorganisation in Unternehmen? Also da kommen die Punkte Jobprofile, Prämiensysteme, Zielvorgaben. Ich glaube, das schließt ein bisschen auf das an, was wir eben mit den Loops gesagt haben. Also wir sind Fan davon, wenn ein Team beginnt, sich auf den Weg zu machen, also Führungskraft mit Team zum Beispiel, mal im Kleinen, weil oftmals ist der Wunsch ja, dass du ein Riesenprojekt machst und das mit allen gleich bekommst, aber die Entwicklung ist sehr, ich sage jetzt mal, individuell auf die Teams bezogen. Manche sind weiter, manche steigen später ein, manche früher. Aber wichtig, glaube ich, ist auch aus Sicht von HR, dass man da ihnen die Möglichkeit gibt, wenn jemand da etwas tun möchte, mit der Führungskraft zum Beispiel, dass man moderierend unterstützt, dass man vielleicht mit Methoden da sagt, hey, guck mal, das könnte doch was sein oder wir machen den Workshop mal gemeinsam, ich unterstütze dich da. Also so als Sparring-Partner, als Unterstützer, glaube ich, ist sehr wichtig. Und natürlich wird irgendwann der Punkt kommen, wo dann eben Mitarbeitergespräch oder auch Zielvorgaben sich verändern. Wir haben Kunden, die haben nach einer gewissen Zeit in verschiedenen Teams gemerkt, dass das jetzt gerade irgendwie nicht mehr passt. Und dann hat man das als größeres Projekt, als Arbeitsgruppe aufgesetzt, wo sich jeder, der Interesse im Unternehmen hatte, melden konnte für zum Beispiel Zielsystem oder für Mitarbeitergespräch, dass man da etwas Neues fürs Unternehmen entwickelt. Und dann, in dem Fall wir, begleiten dann die Entwicklung des Erarbeitens mit Impulsen, was es da für Möglichkeiten gibt, damit dann die Organisation aus sich selbst heraus ein neues Mitarbeitergespräch oder andere Formate, die die Inhalte zum Beispiel von dort nimmt, selbst entwickelt. Genau. Das ist so ein Thema. Gut, wir haben jetzt auch noch, welche Rolle muss HR übernehmen? Das ist für mich auch dieses, ich glaube, man muss schaue, welche hinderliche Strukturen es noch gibt. Also zum Beispiel habe ich persönliche Ziele und eine Prämie drauf. Also fördere ich mit so einer Struktur oder mit so einem Zielsystem, ich sage jetzt mal lauter Ego-Typen, oder mache ich Teamziele und mache Teamprämien und dann passiert was ganz anderes. Ich alleine zum Beispiel kann nicht mehr alleine erfolgreich sein, nur im Team. Es kann sein, dass manche sagen, das finde ich blöd und gehen. Das ist durchaus möglich, aber es sorgt eigentlich im Gesamten dafür. Also es gibt auch Unternehmen, die das gemacht haben, wo es dann die Befürchtungen gab, von wegen die Leistungskultur geht bad und das Niveau wird runtergehen. Nein, es passiert umgekehrt. Es passiert quasi, dass das Team sich gegenseitig befruchtet und mitnimmt, weil einer allein kann das Spiel nicht mehr gewinnen. Es können nur alle ins Ziel kommen und der Langsamste bestimmt die Geschwindigkeit.
Wir haben dann die Frage, auch sehr interessant, wie können sich Mitarbeitende sicher sein, dass nicht irgendwann, also dass sie nicht irgendwann wieder im Mikromanagement eingefangen werden? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ein Hauptschlüssel dafür ist, wenn die Führungskraft beginnt, sich mit dem Team, zum Beispiel durch Delegation Poker, dass man miteinander bespricht, wer übernimmt welche Verantwortung für was, dass man das gemeinsam als Team definiert, dann steht zumindest mal der Rahmen. Und dann aber auch, klar, das braucht das Empowerment, beziehungsweise da muss man drüber sprechen, aber wenn die Führungskraft dann an Tag X ist so irgendwie schlecht gelaunt oder fällt zurück in irgendein Muster, und dann passiert ihr das, dann ist es wichtig, dass man das anspricht. Dann ist es wichtig, dass auch das Team in diesem, ja, das muss man am Anfang miteinander besprechen, braucht wahrscheinlich auch ein paar Workshops, aber dass man miteinander sagt, du pass auf, wir haben miteinander hier transparent festgelegt, so und so wollen wir es machen. Und jetzt bist du gerade ausgebüxt. Also so dieses Thema Feedback, dass man das dann auch entsprechend sagt und dass man auch nicht die Angst davor hat, weil es ist ja ein gemeinsamer Lernweg. Das ist nicht einfach. Auch die Diskussionen, was da passiert, die haben wir auch öfter in Teams, wenn wir sie moderieren. Aber es ist wichtig, dass man in eine Kultur kommt, in der man das offen ansprechen kann. Und es ist ein Lernprozess für beide Seiten. Weil oftmals ist ja gerade der Punkt, unangenehme Dinge anzusprechen. Wie spreche ich sie an? Wie mache ich das? Wie funktioniert das, dass man sich auch damit beschäftigt und miteinander, auch mit der Führungskraft, wenn man zum Beispiel festlegt, wie man Verantwortung jetzt für den Moment mal verteilen will, dass es dann auch in Ordnung ist, dass man miteinander das unterschreibt oder wie auch immer, dass es wichtig ist, dass das unsere gemeinsamen Regeln sind und dass ich das auch sagen darf. Genau, die Gefahr besteht immer dann, wenn ich da so ein bisschen halbherzig reingehe, in Anführungszeichen, und alles, was irgendwie schief geht, ist sofort ein Indiz dafür, dass es eigentlich nie hat funktionieren können und man schon immer recht hatte. Und tatsächlich ist es auch so, wir kennen selbstorganisierte Unternehmen und bewegen uns da teilweise auch. Und manches Mal habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, es würde mich wahnsinnig machen, wenn ich Teil davon wäre. Und es verlangt einem tatsächlich einiges ab. Aber es gibt auch wieder viel mehr Tage, wo man sagt, und genau deshalb habe ich es gemacht, weil es eben einfach etwas freisetzt, das ich in einem klassischen Unternehmen ja nicht spüren kann. Wir haben dann noch das Thema, weil das in der Diskussion dann hier in dem Chat hochkam, dass es auch andersrum geht. Also dass Mitarbeiter, und da sind sie manchmal richtig gut drin, wenn sie etwas übernommen haben, dann gibt es ein Problem und dann geben sie es wieder zurück. Also im Sinn von, dass sie in Anführungszeichen den einfacheren Weg gehen, das Problem einfach zurückzudelegieren an den Vorgesetzten. Und auch da ist das gleiche Thema. Das ist auch nicht einfach, das ist schwierig und manchmal auch mühsam oder ist einer der Hauptschlüssel, ob du dich als Organisation weiterentwickeln kannst oder nicht, die Konsequenz zu sagen, pass auf, das machen wir jetzt so nicht. Wir haben miteinander das und das uns überlegt. Wir möchten, oh, ihr seid gerade alle munter am euch eintragen auf der Seite, ja, wir möchten das eben nicht, dass die Probleme zurück zur Führungskraft kommen, sondern die Hartnäckigkeit zu haben, nein. Ich sage jetzt mal mit Fragen dann darauf einzugehen, wie würdest du es denn machen? Was hast du für eine Idee, dieses Problem nicht zu mir zu nehmen? Weil nachher sitze ich wieder in meinen ganzen Problemen um mich rum und ich habe wieder mein Hamsterrad und komme nicht her. Das wirklich in der Konsequenz zu sagen, ich unterstütze dich gern, ich frage auch, was hast du schon gemacht? Welche Überlegungen hast du dir denn damit schon gemacht? Und dieses, er darf gerne selbst denken und er muss in diesen Prozess kommen, das ist unabdingbar, das ist mühsam. Und manche Leute oder manche Mitarbeiter verfluchen genau an dem Tag das Thema Selbstorganisation, weil es jetzt dann plötzlich nicht mehr so einfach ist. Aber das ist der Entwicklungsweg. Also, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Also nicht nur von der Führungskraft verlangt es im Prinzip den Wille, da was zu verändern, auch die Mitarbeiter und für die Mitarbeiter. Und da ist so, je länger ich in so einem System war, da rein konditioniert bin, mich vielleicht damit abgefunden habe, das, was da kommt, Verantwortung übernehme, sich einbringe, in eine Diskussion gehen, in eine Diskussion mit meiner Führungskraft gehen, was ich nicht in Ordnung fand an ihrem Verhalten, was mich vielleicht irgendwie gestört hat als Beispiel oder wo es zu einer komischen Situation kam, das ist anstrengend, das ist mühsam. Da war die alte Welt
viel einfacher. Da konnte jeder reingehen, seine Rolle spielen, man hat sich in Ruhe gelassen und dann ist man nach seiner 8 bis 10 Stunden wieder nach Hause gegangen. In dieser Welt, wenn ich als Führungskraft durchgehe wie die Axt im Wald, dann kriege ich in der nächsten Feedbackrunde gesagt, dass dieses Verhalten nicht sehr förderlich ist. So, das muss ich wollen. Also das muss ich aber auch aus dem Team raus, von den Mitarbeitern. Also das ist ja schwierig. So, wir haben jetzt einen ganz interessanten Punkt, und zwar geht es um agile Organisationen. Also wie ist das dort? Also die Franziska fragt da, wen sehen wir da als Führungskraft? Und das ist sehr interessant, und zwar, also sie fragt, ist der Product Owner, weil der hat die fachliche Führung, ist der Tribe Chief, der hat die personelle Führung, und was ist mit Scrum Master? Also ich würde jetzt darauf antworten, eine agile Organisation hat ja schon begonnen, genau das, was du eigentlich gerade beschreibst, sie hat begonnen, Führung zu verteilen. Es gibt nicht mehr diese eine Führungskraft hierarchisch, sondern da hat sich jetzt schon Führung auf fachlich das Expertentum, das hat sich auf den Product Owner oder auf das, was der Markt möchte, verteilt. Das Thema People Management oder mit Umgang mit Menschen, das macht der Tribe Chief, beziehungsweise auch für Strukturen, für dieses Koordinieren, das übernimmt der Scrum Master. Also dieses Prinzip findet in der agilen Organisation durch das Setup eigentlich schon statt. Ich glaube, was wir mit klassischer Führung bemeinen, ist noch ein Schritt davor. Also so dieses alles ist auf einen. Die agile ist da schon einen großen Schritt weiter, das zu verteilen. Was du fragst, ist, wer ist nun der Enabler der Selbstorganisation? Und das ist etwas, wo wir auch oft gesehen haben, dass man in die Rollen dann geht und dann auch jeder in seinem Thema da arbeitet. Was wir als positiv dort gesehen haben, gerade um das Thema weiter voranzubringen, sind, ob das jetzt Strategiekreis ist, ob das Strategiegremium oder Organisationsentwicklungsgremien sind, das sind, ich sag mal, Strukturen oder Menschen, die Interesse haben, dieses Thema voranzutreiben, die treffen sich regelmäßig und sprechen über verschiedene Punkte oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die in diesem Gremium dann miteinander beschlossen werden. Okay, was ist das Nächste, was wir angehen? Okay, wir wollen vielleicht unser Zielsystem verändern, ganzheitlich für die Organisation dann. Also dort sind es oft Gremien, die sich dazu berufen fühlen, dieses Thema und diese Strukturen weiter voranzubringen. In dem speziellen Fall, oder wenn man sagt, ich habe so eine Struktur mit einem Tribe-Chef, mit einem Scrum-Master und so weiter, die müssen sich abstimmen miteinander. Wer tut was? Wie greift es ineinander? Nicht, dass der eine, ich sage jetzt mal, sehr klassisch unterwegs ist oder so. Die brauchen alle. Es gibt ja Vision, Mission, strategische Ziele. Die müssen klar sein, und zwar allen, die da beteiligt sind. Und sie müssen alle ja darauf hinarbeiten, dass da keiner ausbüxt und sich immer wieder abstimmen. Und dann kann sich so eine Rolle auch mal verschieben, oder sie kriegt einen neuen Namen oder sie bekommt verschiedene Inhalte. Das ist dann tatsächlich etwas, wo ich sage, das kann individuell sein. Wir haben hier ein Thema, wo es darum ging, wie weit Selbstorganisation heruntergebrochen werden kann. Also ich glaube, da geht es darum, ich weiß nicht, mag der Impulsgeber oder der Ideengeber, der Christopher, vielleicht kurz seine Situation erklären? Das würde uns helfen, weil das Beispiel ist relativ lang. Ja, sehr gerne. Hallo erstmal. Ja, mich interessiert das, wie diese Form von Selbstorganisation, die ihr jetzt beschreibt, wie weit können da Verantwortlichen einfach heruntergebrochen werden? Es gibt so klassische tayloristische Strukturen, die festgesetzt sind, vielleicht auch in einem Unternehmen oder eines, das neu sein möchte, aber trotzdem zieht man sich diese tayloristischen Strukturen irgendwo her, bilden sich irgendwo. Und da ist meine Frage einfach nur, es gibt gerade in Deutschland haben wir sehr viel mit Bürokratie zu tun. Es gibt ganz viele Eckpunkte, ganz viele starre Verhältnisse. Wie kann ich sowas aufbrechen und wie weit kann ich sowas aufbrechen, Führungskräfte neu zu denken oder aber eben diese Verantwortung wirklich komplett herunterzubrechen? Wie weit kann sowas gehen oder wie weit ist sowas denkbar? Ich glaube, das ist sehr abhängig von, bist du in einem Konzernumfeld?
Okay, ja. Also was wir erleben ist oftmals, dass in Konzernen, also ganzheitlich, das geht, aber das dauert erfahrungsgemäß x Jahre, bis irgendwer ein großes Programm und bis das dann von der Durchdringung dich mal erreicht hat, sowas dauert extrem lang. Was oft funktioniert und auch was wahrscheinlich der klügere Weg ist, wenn du eine Einheit hast, die in sich recht stimmig ist und die auch recht viel selbst für sich verantworten kann, wenn du da jemand drüber hast, der das, ich sage jetzt mal, auch möchte, der das propagiert, der sagt, hey, ich habe eine Truppe von 150 oder 200 Leuten, wir wollen da Dinge mal probieren, wir wollen das angehen, oder er macht es einfach, ohne es groß an die Glocke zu hängen, das passiert sehr oft in diesen Konzernen, wo man dann beginnt, diese Einheit in sich geschlossen, dass diese Einheit beginnt, für sich zu überlegen, wie kann so etwas aussehen. Das ist das, was in Konzernen oftmals passiert, wo es im unteren Teil beginnt, wohlwissend, dass die Person, eigentlich ist es ein Minischatten, die Person drüber sagt, ich stehe dazu, ich finde es cool, ich möchte das machen, das geht. Hat den Vorteil, wenn du eine einigermaßen in sich geschlossene Einheit bist, die gut funktioniert, wird dich eigentlich kaum jemand fragen, wie organisiert ihr euch und was ist das? Wichtig dort ist, dass du nach außen hin, das sind die Ansprechpartner für das, genau. Also dass du die Welt... Es gibt einen Kennzahlenbericht jeden Monat, jedes Wochenende. Es gibt wahrscheinlich sogar noch eine Stellebeschreibung, die irgendwo abgeheftet werden darf. So diese Schnittstelle, die bespielt werden wolle, tatsächlich nach innen, kann man da schon einfach anders miteinander umgehen. Und ja, wenn das entsprechend erfolgreich ist, kann das ausstrahlen. Also es gibt verschiedene Beispiele. Also wir kennen Unternehmen von, okay, ich nehme jegliche Führung raus und das müssen die Leute selbst irgendwie in Teams machen. Gibt aber auch einen Zwischenschritt. Also da gibt es keinen richtig falsch oder den idealen Weg. Was wir auch kennen, Unternehmen, das wir betreuen, man hat die Fach- und Führungskräfte ihrer Fachbereiche beraubt, sage ich jetzt einfach mal. Und dieses Führungskräfteteam kümmert sich gemeinsam um diese gesamte Kette. Also es ist eigentlich so der Wertstrom, Produktion, Logistik, alles, was da so mit dranhängt. Und es gibt nicht mehr, ja, ich bin jetzt der Planer und ich bin der für die Produktion und ich der für Test und Inbetriebnahme, sondern sie verantwortet das alles gemeinsam. Und schwuppdich verändert sich der Fokus der Leute letzten Endes. Also solche Dinge kann man da auch tun. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo man sagt, und wir haben das mit Gas und Kupplung vorhin gesagt, da hat man jetzt die Struktur rausgenommen und man hat schon sehr viel gemacht und trotzdem hat es weh getan. Also es wird immer ruckeln beim Anfahren. Ich darf es halt nicht übertreiben letztendlich. Vielen Dank. Ich glaube, es ist wichtig, auch gerade weil du noch geschrieben hattest mit dem Thema Verantwortung, dass du jemanden hast, der das treibt, der davon überzeugt ist und der auch, ich sag mal, von der Persönlichkeit so jemand ist, der das nach außen hin verkauft. Also ich glaube, das ist gerade in größeren Konzernen von der Persönlichkeit, wenn das jemand ist, der gestanden ist und sagt, du pass auf, das und das ist unser Konzept, so und so machen wir es, wir haben da auch schon gute Erfahrungen. Solche Menschen können es oftmals gerade in Konzernstrukturen mit dem Team extrem weit bringen. Also ich würde, also zu warten, dass irgendeine große Initiative, weil du ja oft ein kleines Rädchen bist in so einem Riesenthema, ich glaube, das kannst du begraben, so vom Gedanke, sondern du kannst in den Einheiten wirksam werden, wo es schwierig wird, ist, wenn zig Einheiten mit zig anderen verwoben sind. Also wenn du kaum etwas alleine machen kannst, weil du immer auf andere angewiesen wirst, dann ist das extrem schwierig. Aber wahrscheinlich, und das ist ja auch oft in Konzernen so, die schauen, dass sie es ja auch recht eigenständig strukturiert kriegen, um genau das zu vermeiden. Ja, okay. Ich glaube, danach ist die Diskussion in dem Chat, wenn ich das so richtig wahrnehme, haben sich die Leute weiter munter ausgetauscht, weil ich würde jetzt an der Stelle sagen, ach Gott, da haben sich ganz viele schon bedankt, sehr schön, wunderbar. Wir sind jetzt 11:15 an dem Punkt angekommen, wo die Punktlandung sozusagen, dass unser Event auch am Ende ist. Wenn ihr irgendeine Frage habt, die euch wichtig ist, die euch auf dem Herzen brennt, wir sind jederzeit auch noch so erreichbar. Wir können auch gerne mal miteinander einen virtuellen Kaffee trinken. Einfach da keine Hemmungen, einfach anschreiben. Beide sind auf LinkedIn aktiv oder auch gerne über die Mailadresse, die auf der Homepage ist. Jederzeit gern, gar kein Thema. Ich glaube, wir haben die Mailadresse auch verlinkt auf der Seite, wo ihr runterladen könnt. Wenn ihr da noch Fragen habt, gar kein Thema.
Ansonsten, das war cool, dass so viele Leute da waren, dass das Interesse da ist. Auch vielen Dank für die ganzen Fragen, auch vielen Dank für euer Feedback hier in dem Chat. Es hat mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, richtig Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, ja, war dass sehr so cool. Großes Interesse besteht und freue mich auch, wenn man irgendwie tatsächlich über LinkedIn irgendwie in den Austausch komme. Passt. Genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund. Lasst euch nicht unterkriegen, das Thema ist nicht ganz einfach, aber es braucht die Leute, die dafür kämpfen und die da Interesse dran haben. Ja, in diesem Sinn, ich wünsche euch alles Gute. Ich glaube auch in deinem Sinn, absolut, macht's gut. Und wer weiß, vielleicht bis bald, bis dann, bis irgendwann. Bleibt gesund. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.